In diesem Sinne, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut, Freunde. Ich melde mich mal zurück nach ein paar Monaten mit einem neuen Video, mit einem neuen Unboxing-Video. Heute wird es sehr interessant für Musikproduzenten, die auch ein bisschen Geld auf der Seite haben, falls sie sich das auch kaufen wollen. Es geht heute, ich kann es euch eh schon sagen, weil ich es in wahrscheinlich in Thumbnail oder in den Titel schon reingeschrieben habe. Ich habe mir ein neues MIDI-Keyboard bestellt und zwar nicht nur irgendeins, sondern ein spezielles für meine DAW. Ihr wisst, ich produziere seit ein paar Jahren mit FL Studio. Habe auch so das ein oder andere Video ja schon veröffentlicht mit so Tutorials, Tipps und Tricks und so weiter. Und wir packen heute zusammen dieses große Paket aus. Wir werden natürlich das Keyboard dann anschließen, zusammen in FL Studio testen. Ich bin gespannt, es hat unfassbar geile Funktionen, deswegen habe ich mir dieses Keyboard bestellt, weil ich habe noch ein M-Audio Oxygen 61-Tasten-Keyboard. Jetzt habe ich mir ein Akai oder AKI MIDI-Keyboard gekauft. 24 Tasten, ich weiß gar nicht mehr. Werde ich euch auch noch gleich in dem Video zeigen. Auf jeden Fall bin ich gehypt, was in diesem Paket hier drin ist. Deswegen schnacken wir nicht länger. Wir packen aus. Let's go. Mittlerweile auch ein neues Unboxing-Messer. Habe ich mir damals bei Temu bestellt. Finde ich unfassbar geil. Hat nur ein paar Cent gekostet. Ist einfach hier so ja, eine kleine Klinge dran und viel entspannter Pakete aufzumachen. Erster Schnitt, die Seite. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das Ganze behalten werde. Falls nicht, werde ich es natürlich zurückschicken. Aber mit den Funktionen, warum ich es mir eigentlich bestellt habe, bin ich auf jeden Fall hyped. Sage ich euch so, wie es ist. Hier ein Schnitt. Schauen wir mal, ob wir das... Komm, wir ziehen das jetzt einfach hier von der Seite raus. Geil, noch mehr Papiermüll, als hätte ich nicht schon genug. Freunde der Sonne, wir haben hier das Novation FL-Key 37 Tasten-Keyboard. Der Grund, warum ich mir dieses Keyboard gekauft habe, ist nicht nur, weil es geil aussieht, sondern ihr seht es hier, FL Studio. Das heißt, es wurde für FL Studio konzipiert, soweit ich weiß. Und man kann ja die Controller, zumindest viele Controller, in FL Studio ja mappen. Und da ich mein Oxygen 61 Tasten Keyboard aktuell nicht nutze, weil ich keinen Platz mehr auf meinem Tisch habe, habe ich mir ein AKI MIDI Keyboard gekauft, also das Mini, was sehr, sehr geil ist, keine Frage, aber das Mapping unfassbar schlecht, zumindest in FL Studio. Und ich habe mir überlegt, komm, hol dir einfach ein Keyboard, wo das Mapping wirklich gut funktioniert und vielleicht schon ja sogenannte Presets, glaube ich nennt sich das, vorgefertigt sind. Das ist hier der Fall mit diesem Keyboard. Ich habe mir echt ein paar Videos angeschaut, also es gibt schon länger, ich glaube schon 2 Jahre irgendwie so. Wir haben hier ein paar Drehregler, also sogenannte Knobs, und die größere Variante hätte noch Fader, was sehr, sehr geil wäre, weil dann könnte ich den Fader mit dem Mixer konfigurieren oder beziehungsweise steuern. Jetzt muss ich halt, also mit den Mixerreglern, jetzt kann ich das Ganze halt nur mit den Knobs machen, was eigentlich auch kein Problem ist. Bei dem kleineren Keyboard, was natürlich noch praktischer wäre, weil es noch ein Ticken kleiner wäre, wäre, glaube ich, gar nicht mal so viele Knobs vorhanden. Und man hat viel weniger Möglichkeiten, weil diese Tasten hier und diese Tasten hier haben einfach eine unfassbar geile Funktion, weil es einfach für FL Studio konzipiert ist. Oder es ist halt einfach eine Zusammenarbeit, weil es nicht ohne Grund hier oben FL Studio stehen. Ich bin jetzt mal gespannt. Qualität soll laut Rezensionen sehr gut sein. Das Mapping ebenfalls, weil ich habe das Ganze auf Amazon bestellt. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ist auch ein Affiliate-Link, ganz kurz nur zur Info. Wenn ihr darüber bestellt, supportet ihr mich. Ihr zahlt aber keinen Cent mehr. Die Bewertungen waren echt sehr, sehr gut. Ich glaube, ein paar tausend Leute, 4,7 Sterne, was sehr, sehr gut ist für ein MIDI-Keyboard. Und die Größe, okay, ist hier noch was drin? Ja, das Unnötigste, beziehungsweise, ja, das USB-Kabel. Das hier werde ich erstmal auch nicht brauchen, das ist die Bedienungsanleitung oder, ja, Art Bedienungsanleitung. Aber ich denke mal, ein MIDI-Keyboard ist selbsterklärend, zumindest für die, wo schon ein bisschen länger Musik produzieren. Und die Größe ist eigentlich wirklich perfekt, hätte ich gar nicht gedacht. 37 Tasten. Wir tun das Ganze mal
aus der Folie. Ist alles aus Kunststoff. Es fühlt sich so fürs Erste. Oh ja, die sind sehr, sehr schön. Einen schönen Widerstand. Also ich habe mir so ein paar Vorstellungen schon gemacht und auch schon gesehen, dass es funktioniert, weil dafür ist es ja konzipiert worden, dass ich die Knobs einfach geil konfigurieren kann, so wie ich das will. Widerstände echt sehr, sehr gut. Wir haben hier unfassbar geile Funktionen für FL Studio. Ich hau den Preis einfach schon raus, also aktuell ist echt nicht günstig, aber wenn es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Preis 199 Euro. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier euch noch eine halbe Stunde volllaber, was oder wie schön es hier ist, gehen wir rüber ins Studio, schließen das Ganze an, werden wir in FL Studio auch konfigurieren. Zumindest bin ich gespannt, ob das gleich erkannt wird. In diesem Sinne, Freunde, ich hab Bock. Ich hoffe ihr auch. Wir gehen rein ins Studio. 3, 2, 1, Abfahrt. Ich bin mittlerweile im Studio angekommen. Bitte beachtet nicht dieses Chaos. Ich bin noch kein Stück weiter gekommen, hier mein Studio auf Vordermann zu bringen. Ich habe eindeutig zu viel Zeug. Ich habe eindeutig viel zu viel Equipment. Ich werde auch einiges jetzt wieder verkaufen, weil ich doch, wie gesagt, viel zu viel mehr gekauft habe. Perfekt. Ich mache einfach ein Unboxing vom neuen Keyboard und habe einfach wieder eins mehr. Was noch geil wäre, sage ich euch so, wie es ist, wenn die Größe so bleiben würde und es noch Fader geben würde. Es gibt andere MIDI-Controller, die die gleiche Größe haben, also auch 37 Tasten, aber auch, oder beziehungsweise auch Fader haben, aber da ist das Mapping wieder so eine Frage, geht es nicht? Und deswegen habe ich mich jetzt einfach für das entschieden. Zum Beispiel hier, ich habe gerade noch gesehen, die ganzen Tasten haben halt wirklich auch Funktionen in der DAW, also in FL Studio. Zum Beispiel, das ist halt wirklich einfach nur Luxus, aber ja, ich könnte hier einfach das Metronom einschalten. Ich spare mir halt einfach einen Mausklick. Braucht man es? Nein. Bin ich froh, dass es da ist? Auf jeden Fall, weil ja, spare ich mir einfach einen Klick mit der Maus, kann hier scalen, also ich kann hier wirklich in die Settings, also in die Einstellungen gehen. Ich kann, da gibt es so viele Funktionen, meine Presets kann ich hier durchseppen, statt mit der Maus einfach hier die Taste drücken, also wirklich für Faule. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie mein aktuelles Setup aussieht. Also nicht das hinter mir, weil ihr seht auch hier, reinste Katastrophe, ich habe nicht mal einen Schrank. Ich wohne hier schon ein paar Monate, habe einfach nicht mal einen Schrank. Ich habe mir jetzt für diesen Tisch einen Keyboard-Halter oder Tastaturhalter gekauft, den man ganz easy, das wollte ich nämlich an den Tisch anschraubt, beziehungsweise einfach nur festspannt. Und man kann das Ganze hier rausziehen. Hier ist dann das aktuelle MIDI-Keyboard, wo das Mapping halt nicht so geil ist, wie ich mir erhofft habe. Das heißt, dieses Keyboard, was super mit FL Studio zwar funktioniert, werde ich dann mit meinem MacBook, also für mein MacBook benutzen. Und ich habe gerade mal gehofft, dass der Platz hier reicht. Das heißt, ich tue jetzt gleich das neue Keyboard austauschen. Einfach nur Kabel raus, in das neue rein. Das andere USB-Kabel, USB-A-Kabel, was ja dabei war, nutze ich dann einfach für das hier, weil im Endeffekt sind die ja gleich. Und ich kann euch mal kurz hier so, schaut euch das mal an. Gut, hier Stream Deck, hier Stream Deck, hier Pokémon für die Games, oder hier einfach Enter mit Sixpack. Dann haben wir hier, boah, da habe ich letztens echt ewig gebraucht, hier einfach schön eine Ducati aus Lego. Wir stecken dieses Kabel hier aus. Das Keyboard ist halt wirklich sehr, sehr klein, gell? Sehr leicht, das heißt für unterwegs eigentlich geil, wenn das Mapping halt geil wäre für FL Studio. Man kann es mappen, aber leider nicht so, wie ich es will. Und jetzt hat, tun wir das. Jetzt kommt das Neue. Und ich würde sagen, wir schauen gleich mal, wo der Anschluss ist. Dieses Mal auf der Seite. Und hier, Junge, einfach schon Party, Mann. Jetzt dachte ich, das passt von der Breite her einwandfrei. Aber hier, ich kann es nicht rein, weil die Knobs im Weg sind. Das heißt, ich muss es doch wieder auf den Tisch stellen. Junge, ich krieg da so Plack. Ich sag euch so, wie es ist. Es gibt immer Probleme. Es gibt immer irgendwelche Probleme. Wir schließen es jetzt trotzdem an. Ich will es testen, ob es funktioniert. So wie die Rezensionen bzw. die Leute auch geschrieben haben. Und wir switchen jetzt an den PC.
machen hier, ich habe schon vorbereitet, Desktop-Aufnahmen. Angekommen in FL Studio, ich musste mich selber gerade ein bisschen schlau machen, weil es sind so viele Möglichkeiten mit diesem Controller, was ich halt unfassbar geil finde. Ich habe euch parallel mal hier eine GoPro angehängt, damit ihr ein bisschen mitschauen könnt. Wir werden heute nicht auf die ganzen Details eingehen, weil das werde ich in einem separaten Video machen. Ich will euch nur so ein, zwei Funktionen zeigen, die mich jetzt schon vom Kauf überzeugt haben. Also Preis 200 Euro, klar, ist viel. Das Wichtigste vorab, bevor ihr mit FL Studio anfängt oder beziehungsweise den Controller konfiguriert, was ihr eigentlich gar nicht machen müsst, weil bevor ihr startet, klickt unten in der Videobeschreibung auf den Link, ladet euch den Treiber runter und geht in diese Web-App von denen, von Novation. Und man kann hier, also meins zum Beispiel ganz wichtig, up to date. Man sieht hier dann das Keyboard, ob es ein Update gibt oder nicht. Gab es bei mir gerade eben, wo ich das registriert habe. Die Seriennummer findet ihr, ich werde es jetzt nicht ganz in die Kamera zeigen, aber unterhalb von eurem Keyboard. Das ist eigentlich bei jedem Keyboard so auch. Ich kann es euch hier kurz zeigen. Hier, man sieht hier einen weißen Aufkleber. Da befindet sich Seriennummer, die ihr dann zum Aktivieren auf der jeweiligen Seite benötigt. Ist auch hier der Fall gewesen. Und ihr ladet euch die Treiber runter, installiert das Ganze, registriert euer Keyboard, dann startet es einmal komplett neu, fährt automatisch wieder hoch, dann öffnet ihr FL Studio. Und normalerweise sollte es automatisch schon funktionieren, so war es auch bei mir. Ich bin jetzt schon überrascht, was dieses MIDI-Keyboard alles schon drauf hat, obwohl ich jetzt wirklich nur die Basics kurz euch zeigen will. Zu Anfang, man kann hier, ich weiß nicht, ob ich das auf der GoPro gut drauf kriege, man hat hier zum Beispiel den Play, also den Play-Button. Das bedeutet, ich muss nicht mehr die Leertaste drücken. So, ich hau jetzt hier kurz einen Bass rein. Genau. Man sieht auch hier die Animation, was ich sehr geil finde. Ich könnte hier das Ganze immer stoppen. Das ist halt wirklich sehr geil, aber braucht man es? Nein, aber es ist halt trotzdem wirklich Luxus. Und ich kann jetzt hier sagen, okay, wie gerade eben, da Bass weg und tu einen wieder dazu, einen weg. Man kann hier auf Quintess kann man einfach das, ich habe das jetzt leider auf dem anderen Fenster, ich ziehe es euch mal rüber. Ich schließe das Ganze nochmal, ich drücke hier Quantize und man öffnet einfach das, die Piano Roll, was auch cool ist, obwohl ich die eigentlich immer auf meinem zweiten Bildschirm drüben habe. Deswegen jetzt nicht so besonders, aber finde ich auch ganz cool. Und man hat die Möglichkeit, also mit Shift, hier sämtliche Sachen, Channel Rack, Instrument, Sequenzer und einzustellen. Das werden wir uns in dem separaten Video anschauen. Ich habe euch gar nicht gezeigt die MIDI-Settings, aber die sind automatisch schon aktiviert. Wenn ihr hier auf das FL Key MIDI-Keyboard geht, was hier unten schon angezeigt wird und ihr das aktiviert habt, was bei mir auch schon automatisch war, ist hier unten immer der Controller-Typ, wo man dann auswählt. Zum Beispiel das kleine hier, das hier, das AKI-MPK. Ist nicht vorhanden, weil das sind die vorgefertigten Mappings sozusagen und Novation ist hier schon hinterlegt. Wurde alles gleich erkannt, was unfassbar geil ist. Ich gebe euch noch einen ganz kurzen Lifehack. Ich habe euch den, glaube ich, in dem Video aber schon mal gezeigt. Und zwar, wenn ihr schon in dieser Einstellung seid, drückt hier unten, also wenn ihr das natürlich wollt, drückt hier unten auf Velocity. Ich glaube, Velocity ist eingestellt auf None. Das bedeutet, die Druckstärke von eurem Keyboard ändert sich. Ihr müsst nicht mehr fest drücken, dass der Beat lauter wird, sondern egal wie fest ihr die Taste auf dem Keyboard drückt, die ist immer gleich laut. Und es hat mich, glaube ich, Wochen oder Monate aufgeregt, weil ich die Einstellung nicht gefunden habe. Hier ist sie, einfach auf None stellen und habt das Problem nicht mehr. Und wie gesagt, man kann hier auch einfach die Racks durchgehen mit den Tasten, was halt auch, ihr seht es gar nicht, weil meine Kamera da ist. Moment, ich tue mal Kamera hier rüber. Man kann hier ganz easy die Racks durchgehen auf dem MIDI-Keyboard, was auch ganz cool ist. Ich kann hier direkt recorden, was halt auch sehr geil ist, weil ich dann nicht mehr das Ganze in FL Studio 5000 Mal rumdrücken muss. Genau, das Highlight, warum ich es mir gekauft habe, was ich wirklich eine 10 von 10 finde. Ich öffne mal kurz den Mixer. Man kann hier über Shift auswählen, was man haben will. Also hier unten zum Beispiel die ganzen Pads zum Auswählen. Und hier oben sind die Einstellungen. Man sieht es auch hier an der Beschriftung.
das ist die Einstellung für die jeweiligen Knobs. Ich sage jetzt Mixer Volume, das heißt, ich will, wir gehen jetzt mal Insert One, ich will mit den Knobs, und das ist so geil, man kann hier mit den Knobs wirklich Feintuning machen. Ganz easy, man kann das auch noch einstellen, wie fein das Ganze funktionieren soll. Das können wir uns auch nochmal anschauen. Aber hier wirklich schön easy die Lautstärke von den jeweiligen Mixer regeln, was halt wirklich, wirklich geil ist. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mir dieses Keyboard gekauft habe. Einfach Knobs zu haben, nicht immer hier mit der Maus oder mit dem Mausrad, was auch funktioniert. Ich finde halt mit den Knobs halt unfassbar geil. Und ich weiß nicht, ob ihr das über die Kamera seht, man hat hier auch die Dezibelanzeige, wie in welchem Dezibelbereich ich gerade bin mit dem jeweiligen Fader, und das ist halt schon sehr geil. Und die ganzen Funktionen bzw. was das Keyboard alles so drauf hat, wie man damit einen Song oder einen Remix produzieren kann, werden wir uns in einem anderen Video anschauen. Ich bin raus, Freunde, danke fürs Zuschauen, wie gesagt, gerne kommentieren, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat natürlich, abonnieren nicht vergessen, und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, Peace.